Söchen und Hallöchen, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Awakening. Wir haben jetzt mal eine Mission angefangen am Thron des Sizilkönigs, und zwar um Gangrel zu rekrutieren. Die haben wir schon einmal geredet, da müssen wir noch zweimal mit den guten Herren reden. Das würde ich sagen, machen wir dann auch, aber jetzt machen wir das, lassen wir das für den Zug vergehen und die Gegner ranrücken und Gangrel geht nicht auf Distanz, danach kommt erstmal ein Bogenschütze ran. Dieser Sack. So, du kommst ran. Bam. Purvis. Oh, cool. Ich kann einfach, obwohl ich kann schon wenig Semiskolide benutzen, nämlich um die Bogenschützen aus der Nähe auszuschalten. So, wir fangen erstmal an. Severa. Bitte? Bitte, danke sehr, meine liebe Severa. Bam. Und. Unnecessary Crit, aber trotzdem. Nice! Wow, guckt euch mal die Crit-Chance an. Ohne Worte. Entschuldigung, ich habe mehr verdient. Ist ja krass ohne Ende, hey. So, du gehst erstmal dann zurück. Weiter geht's. Cordelia. Du natzt den weg. Okay, gut. Ja, ich muss bei Bogenschützen vorsichtig sein, wenn wir hier rumstehen bei Cordelia. Einfach aus dem Grund, ich will nicht, dass die dann noch von den Bogenschützen getroffen wird. So. Die darf jetzt nochmal ziehen. Und dann geht erstmal Chrom hier. You're fucking kidding me. Wie soll das Chrom nicht so weit weg retten? So. Oh Mann. Egal. Das kriege ich jetzt dann gleich ganz einfach hin. Dann ist es dann nur noch Gangrel da. Ja, aua. Das hat vielleicht weh, du Arsch. So, du heilst dich. Severa tötet diesen Bogenschützen dort oben. Eine Engelsrobe, die könnte ich noch Maribel geben. Die hat nämlich relativ wenig Kapier, wobei ich muss mal gucken, wer noch wenig hat. Bam und tschüss. Are you daft? So. Denn jetzt kann Chrom da hoffentlich... Obwohl, der kommt wieder nicht ran, oder? Nee, der kommt wieder nicht ran. Ich pack es nicht. Ah. Das nervt. So, du erstmal hier hin. Dann Chrom dahin. Dann sollte eigentlich danach rankommen. So, denn ich glaube jetzt nicht, dass mich Ding umbringt, Gangrel. Macht das wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden. Ja, 5. Wenn er trifft. Also, wenn er trifft. So, Chrom. Dann redest du bitte nochmal mit Gangrel. Gangrel, du lebst? Ach, werter Chrom, wenn man das Leben nennen kann. Du hast mich bereits einmal getötet, Prinz. Ich bitte dich darum, ich bitte dich erneut darum, wenn es beliebt. Mein Leben ist zu Ende, aber mein Körper hat sich damit noch nicht abgefunden. Ihr Götter, was ist geschehen? Du klingst nicht wie der Gangrel, der uns bekämpfte. Entferne alles, was einen Mann ausmacht, und zurück bleibt deine leere Hülle. Kein Thron, kein Gold, keine Soldaten. Ich schrubbe ab Worte für Piraten. Ah, wie die Mächtigen zu stürzen wissen. Ich finde es ironisch, dass ausgerechnet du über tiefe Stürze redest. Moment, das war eigentlich ein Diss auf sich. Egal. Sieht so aus, hätte nicht nur ich mich verändert, Prinzlein. Früher hättest du bereits deine Klinge in mein Herz gerammt. Vielleicht ähnelst du ja doch mehr deiner Schwester als deinem Vater. No. Deine Verbrechen können niemals vergeben werden. Aber Emran hatte schon immer in allen Dingen großen Einfluss auf mich. Ich muss reden lernen. Erstmal Hetze wieder richtig einstellen. So, meine Aufgabe ist es, die Welt zu retten. Ich habe keine Zeit für Rache. Das ist ja höchst anständig von dir. Das, was dir an Lebenszeit noch geblieben ist, scheint hier verschwendet zu sein. Ich könnte dir ein neues Ziel geben. Kämpfe mit uns. That. Wer ist jetzt der wahnsinnige König? Wie gesagt, ich habe keine Zeit für Rache. Krima zu besiegen ist alles, was zählt. Dich hier zu töten würde mir zwar gefallen, aber es bringt mich nicht weiter. Du bist nicht mehr mein Feind. Besser hilfst du uns, das hier zu verrotten. Du hast dich verändert, Prinzlein. Ich bin fast ein wenig enttäuscht. Na, wie es aussieht, ist aus dir ein wahrer Anführer geworden. Wie lautet deine Antwort, Gangrel? Hübsche Rede, doch ich bin kein Freund von Hoffnung und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit! Moment. Wenn es dir gefallen würde, mich zu töten, erfülle ich dir gerne diesen Wunsch. Los, Junge, tu einem alten König einen letzten Gefallen und beende das Spielchen. Nein! Mann! Ne, ich muss auch mal mit ihm reden, und zwar Brady. Okay, ich brauche gar nicht so viel Rettung, denn irgendwie habe ich echt zu angewundert, mich zu over-equippen.
Over-equip. Ist das ein Wort? Keine Ahnung, auf jeden Fall. So, alle guten Dinge sind in Bekannt sich 3 und deswegen reden wir nochmal mit Gangrel. Der ist nicht Gangrel, der ist Gangrel. So, ja. So, bitte. Das ist der Chrom. Gangrel! Du bist ein Gott erschlagen, bist aber zu weich, einen lausigen Mann zu töten. Worauf wartest du noch? Tu es! Ich gebe dir meinen Kopf auf einem Silbertablett. Du bist erbärmlich. Was hast du gerade gesagt? Du bist den Schwertstreich nicht wert. Dein Tod würde gar nichts mehr bedeuten. Du selbstgefälliger Kleiner. Entweder stirbt Krämer oder wir alle sterben. Das geht auf deine geliebten Plegianer. Wenn du schon dein Leben fortwirfst, dann wirf es wenigstens gegen Krämer fort. Stirb mit einem Schwert in der Hand, nicht wie ein gefangenes, halb verhungertes Tier. Du warst auch einst König. Jetzt steh gefälligst auf und stirb für dein Volk. Ja, wie ich dich hasse. Bei jedem deiner Worte wird mir schlechter als von dem Fraß, den sie uns hier geben. Dann bleib halt hier und verfaule ihn. Ich war noch nicht fertig. Hör mich an und schweig endlich still. Ich gab noch nie einen Schwur ab und hätte nie einen gehalten, aber hör meine Worte. Das bisschen Leben, das mir bleibt, gehört dir. Wirf es weg in deinem Kampf gegen Götter oder Drachen. Tu damit, was du willst. Ja, Gangrel ist nun auf unserer Seite. Ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist, soll jeder selbst entscheiden. Dann machen wir die Sache jetzt nochmal anders. Du tausch bitte mit Separaten und Speed mit. Und Gangrel, du gehst zu Vake, einfach um nochmal einen besseren Speed-Support zu geben. Denn ich habe eh nicht vor, den Typen mitzunehmen oder irgendwie in irgendeiner Weise zu trainieren. Oh, hier kann ich die Wurmtöter. Was ist denn hier? Komm, Haufen von diesen Eumeln an. So, die Frage ist, wer lockt die an? Ich würde mal glatt sagen, das macht der liebe, werte, tolle Callum hier. Der hat nämlich hohe Verteidigung. Das wollte ich eigentlich damit sagen. So, Lissa macht sich schon mal bereit. Die kann nämlich mit Rexcalibur die Typen einfach wegnatzen. Hier macht sich Lindfarm bereit. Und hier, keine Ahnung, Noia, den Wurmtöter. Also eine Wurmtöter-Fähigkeit. Oh, jetzt kommen die nicht mal an. Okay, soll mir recht sein, dann... Oh, Wayne geht hier hin. Lissa und Lin Fan stellen sich schon mal bereit. Eigentlich könnte Severa... Ja, Severa kann ich auch... Ach, Severa ist da dabei. Scheiße. Aber Cordelia kann die übelst geil nutzen. Und ansonsten natürlich immer Sunny nach vorne. Die kann auch noch ein paar Level-Ups vertragen. Und Maribel kann noch. Und... Boah, es ist so eng an den Bergen. Das ist so ätzend. Ich glaube, dass sich der Boss bewegt. Daneben und... Bam! 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 Tschüss. Caleb ist toll. So. Der stürmt noch ein, aber der ist auf Distanz. Das heißt, den kann ich nicht kriegen. Aber der macht nicht mal Schaden, ey. Wenn er seinen Scheiß 20% treffen würde. Schön. Gärlich. Alter, Callum. Callum OP. Ja, gut, Callum ist eine echt geile Einheit. Jeder übersieht ihn bloß. So, Level up für Callum nochmal. Level 19. Der sagt Level 20. Nun, zumindest einer von uns ist beeindruckt. Den kann man sich auch mal zurückleveln. So, du gehst auf Owain. Mach eine Lanze. Wow, trotzdem tritt. Nicht so schlecht. Na, warte. Bam! Vergeltung, Crit. Dafür ist Owain ziemlich geil. Und wenn er unter seine, unter die Hälfte fällt, geht er auch noch mehr ab. Einfach durch seinen Vorteil und Vergeltung. Ich finde, die Kombi ist einfach eine der besten im Spiel. Da bleibe ich einfach dabei. Da lege ich mich jetzt drauf fest, dass Vergeltung und Ding. Aber jetzt fällt mir gerade was auf. Nämlich, dass hier etwas ganz Schlechtes. Ich muss, glaube ich, einfach bloß den Boss platt, oder? So. Können drauf rauslaufen und tatsächlich einfach so mache, denn ich habe gerade ein Riesenproblem. Moment. Ich komme nicht an den Arsch da dran, aber Moment, vielleicht. Wenn ich Rexcalibur benutze. Also, wenn ich eigentlich auf jeden Fall gemacht. Zack. Und. Blom. So schön, wie Calibur so anstappt. Blob. So, denn besondere Dinge von einem besonderen Maßnahmen. Ich komme nicht daran. Ich komme da ums Verrecken nicht ran. So, Severa. Du nimmst den Meisterbogen und holst das mal den vom Himmel. Vom Himmel hole ich dich. Bam! Moment. Ja, danke, Wayne, auf jeden Fall. So, Wayne kann sich auf jeden Fall um den Boss dann kümmern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sag so oft auf jeden Fall in diesem Part. Cordelia übernimmt den hier. Und dann fehlt mir einer noch. Wie komme ich nicht ran? Ich habe auch nichts mehr Fliegendes dabei. Das ist mein Problem. Auch nichts mit dem Langbogen. So. Du hast viel Defense. Du hast viel Defense, hat er jetzt nicht. Lissa auf jeden Fall. Die geht da auf. Wieder auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall aus dem... Geht aus dem Weg. Das fällt mir gerade selber auf, wie oft ich eigentlich auf jeden Fall sage. So.
Das kriegt ein Level up. Ich wollte es gerade. Das ist echt mein Lieblingswort. Ich habe immer noch ein paar Asse im Ärmel. Ja, aber Magie jetzt trotzdem kriegen können. So, da kommt er auf jeden Fall nicht ran. Ich denke gar nicht mehr so dran. So, du kannst ihn nicht töten. Was hast du denn hier für eine Waffe? Du hast eine Lanze. Das heißt, Sully, du nimmst dir bitte mal eine Lanze, was auf dich geht. Und der Rest sollte in der Lage sein, das zu überleben. Du gehst auf jeden Fall. Das war dein letzter Fehler. Wow, Brady, übertreib halt. Oh, Brady kriegt Level up, yay. Träume ich etwa? Auf jeden Fall nicht. Jetzt benutzt es mit Absicht, okay. So, du hast, glaube ich, eine Axt. Ja, du bist mehr Werke, du musst eine Axt haben. Lass mal sagen, hol mir den legendären Helden der Legende raus. Der sich um die Linie kümmert. Knet nieder, Abschaum. Vor euch steht der Südseekönig. Und vor dir steht der legendäre Held, der alle retten wird. Astra! Bam! So stark. Keine Menschen. Doch. Und nochmal ein Level-Up für Owain. Ha! Meine wahre Macht wurde entfesselt! Ich liebe Owain. So, und noch ein Goldbeutel L. Hooray! Und Callum und Cordelia sind die Helden. Wer hätte das gedacht? Der Südseekönig ist besiegt, mein Herr. Jetzt, da der Seeweg wieder sicher ist, sollten die Leute hier Frieden haben. Danke, Frederick. Wir sollten die Anker lichten und von hier verschwinden. Wann haben wir Schiffe? Nee. Alles klar, das lief doch jetzt eigentlich sehr einfach. Tatsächlich. Ich habe wieder Haufen Robin auf der Map, aber das kommt einfach da, dass ich das Ding ab und zu unterwegs dabei habe. So, die nächste Nebenquest, ich gehe nach der Reihe, also 19 wäre dann die hier. Die ist schon echt happig. Wie eigentlich jede, dass ich sag. Ach ja, da war was. Scheiße. Ja, auch hier brauche ich wieder Chrome in einer bestimmten Weise. Ist aber alles kein Problem. Oh mein Ego, hier kriege ich noch ein Nosferatu, glaube ich. Irgendwo hier war das. Hier war es nicht. Hier war es. Ich kaufe nämlich Henry noch ein Nosferatu. Könnte er mich brauchen, denn hier gibt es viele Gegner. Ich gucke mir auf jeden Fall schon mal die. Ich würde sagen, wir gucken uns den Anfangsdialog an, bevor wir uns in die Mission stürzen. Voller Lust in die Mission stürzen. Nebenquest 19, der wahre Weg. Und Tote, und nicht gerade wenige. Sei vorsichtig, ich spüre eine dunkle Macht. Ne, eine dunkle Macht, die von ihnen ausgeht. Dunkler als üblich. Okay, nee, das lasse ich. Sie sind wie die Monster, die uns in meiner Zeit an den Rand der Vernichtung brachten. Ich spüre es ebenfalls. Sie wirken stärker als alle, denen wir bisher begegnet sind. Vielleicht müssen wir gar nicht kämpfen. Das nächste Dorf ist Meilen entfernt. Diese Untoten gefährden niemanden. No. Sie sind nicht die einzige Macht hier draußen. Da ist noch etwas anderes. Etwas Starkes. Ja. Meine Einheiten, passt. Und zwar ist es Walhart. Der, auf den treffen wir hier. So, den können wir auch rekrutieren. Und zwar muss Chrom einmal mit ihm kämpfen. Das Problem ist, der ist recht stark. Und würde Chrom halt ziemlich zerflügen. Aber das sehen wir dann schon. Ah, okay. Hab ich so gesehen. What? Nutzlose Schaben, ihr kriecht bereits vor mir im Staub. Pah! Ich habe nichts für Blinden geordnet übrig. Ich will, dass ihr euch mir stellt. Ich wurde vom Pfad der Eroberung gedrängt. Nur Blut wird mich zurückführen. Nur sein Blut. Ja. Beruhig dich doch erstmal, Kollege. So. Wayne, du gehst. Severan, du gehst mit Wake mit. Du bist nämlich schon stark genug. Was ich jetzt noch machen könnte, ist. 52. Wer hat denn wenig? Oh, Lissa. Lissa hat sehr wenig. Dann geht doch mal Lissa in Richtung Wake und holt sich dann. Oder, warte mal. Aber die kann ich so schlecht geben. Die hat nämlich. Viel zu viel Zeug, dann nimmst du mal kurz die Rettung von ihr und sie soll danach die Engelsruhe benutzen, dann gibst du die Rettung zurück. So, Cordelia geht zu ihm und zwar erstmal wieder das übliche. Hab ich hier Bogen? Ich hab Bogen, Ritter. Immer diese Bogen, ich kann Cordelia nie wirklich zum Einsatz bringen. Oder kann ich schon. Auf eigene Gefahr, also auf ihre Gefahr. Also, sie könnte das aber abkratzen, das wollte ich nur sagen. So, auf jeden Fall, ihr seht schon, hier sind 28 Gegner und an den Grabstein spawnen neue.
Nebenbei, wir kämpfen auf dem Friedhof gegen Untote. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der das ein bisschen creepy findet? So, du gehst alleine zum Heilen, kämpfen. So, lassen wir sie doch erstmal anrücken. Denn die rücken eh wie die Blöden auf uns zu. Das heißt, hier kann ich erstmal das in Ruhe machen. Das Problem ist, ich muss halt echt mit Chrom gegen Wallhard kämpfen. Letzte Mission war Gangrel. Jetzt kommt der gute Wallhard. Wallhard, der Eroberer. So. I. Einfach nur I. So. Erste bitte mal. Cordelia. Und ich krieg die nicht mal dauern. Gott. Das viele. Fangen wir mal an. Lin, fahr du sicherst mal hier unten ab. Ja. Voron! Und Ignis! Voron! Komm. Dann kann ich nämlich schon mal, glaube ich, hier so ein bisschen für Entspannung sorgen. Noi. Guck mal, wir können zuerst die Bogenschützen. Die sind mir nämlich eher ein Dorn im Auge. Bogenschützen und Magier, glaube ich. Die Bogenschützen wegen Cordelia. Bam! Und bam! Sehr schön, ihr zwei. Sehr schön. Und Level für Noi. Ja. Wer hätte das gedacht? Juhu, leg dich bloß mit Noi an. Ja. Noi OP, aber finde ich gut. So, Brady. Bam. Und das war jetzt die Macht einer Kika-Waffe. Sie greift auch beim Mitangreifen. Greifen die doppelt an. Also können die bis zu viermal angreifen. Das ist so krass. Hier, Owain. Ja. Vielleicht macht er einmal Astra von den beiden Schlägen. Vergeltung macht auf jeden Fall mittlerweile mit seinem hohen Fähigkeitswert. Glaube ich, fast über 90%ige Chance. Er hat eine über 90%ige Chance, nicht so fast. Und zack. Trifft nicht sehr gut. Und jetzt kommt das Astra, natürlich. Bam. So. Gut so, Owain. Weiter geht's. Haben wir so Cordelia. Nimmt hier die Kriegerlanze. Bam, erledigt. Dann kommt ihr Wirbelwind. So, Henry, nimm dein Nosferatu. Vielleicht greift Lissa ja eh mit an. Aber Nosferatu ist das. Oh ja, Vergessen Nosferatu, das wird so reinhauen. Lissa! Yes! Hat dir doch das Kaliber ausgerüstet, aber ist eigentlich egal. Kann ich ja nachkaufen. Mein Körper pausiert. Werde ich explodieren? Nein. So. Die Mission ist schon wieder kniffliger. Die ist schon wieder viel kniffliger. Aber das kriege ich gebacken. Das kriege ich alles hin. Mir fällt gerade sowas auf. Eigentlich wollte ich die Enges rum. Ja, das mache ich dann, wenn ich mal kurz Ruhe habe, dass ich die Enges rum mit dieser nehme. Danke. Und bam. Und hier muss ich bald einen neuen Bogen geben. Fällt mir gerade wieder mal aufs Neue ein. So. Die erste Welle kriege ich doch eigentlich ganz gut weg. Fällt mir gerade so auf. Ah, ich will Welk da nicht reinstellen. Das ist das Problem. Momentan ist der mir zu fragil dafür. Sully, du nimmst den da. Ja. Trifft die eh nicht. Und tschüss. Und noch Level für Sully. Ich bin eins mit meiner Waffe. Ja, und ich bin eins mit meiner Waffe. Moment. So, jetzt. Ich muss mich auf jeden Fall hier rausbewegen. Callum. Kriegerlanze. Ja. Ja. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, aber es passt noch. So, zack. Und. Okay. Warum nicht? Oh, ich krieg sogar alle hier weg. Und da muss ich aufpassen, dass die nicht rankommen, wenn ich jetzt hier nachrücke. Wenn die nachrücken. Zack, zack, zack. Ja, okay. Dann nimmt. Ja. Soll der Weg hier nehmen? Ja, der Weg soll die hier nehmen. Ich habe schon gesagt, der Weg. Bam. Bam. Oh yeah. Und bald kriegt man mehr Schaden dadurch. Der kommt doch ran, genau.
Okay, okay. Ja. Der hat keinen Aegis. Sehr gut. Dann soll das Maribel machen. Dann soll sie sich danach noch zwei Ziegel nehmen und sich mal zurückleveln. Und zack. Und Michael Waffen im B-Reich mit Schwertern. So, sehr schön. Oh ne, okay. Er kommt an Noi ran. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, den Zug warten wir noch ab, damit ich den Part eh langsam beenden. Bam. Und zack, zack. Umgenatzt. Der kommt auch an Noi ran. Okay, aber alles bis jetzt kein Problem. Ich gebe auch kein Problem darin. Zack, zack. Okay, die zwei sind sowieso eigentlich... Ja gut, wenn einer Noi angreift, habe ich nie ein Problem, weil die beiden natzen ja sowieso alles weg. Juhu, legt euch bloß nicht mit Noi an. Nein, das würde keiner tun. Du gehst auf jeden Fall. Auch das ist nicht das Problem. Wow, du machst aber Schaden, Junge. Ignis. Muss ich echt vorsichtig sein. Linfan kriegt hier ziemlich was ab. Schlecht, okay. Kann ich gucken. Zack. Mittlerweile aktiviert sich ihr Lebensauger bloß, wenn sie eine direkt, also sie eine tötet. Nicht, wenn er auf sie zurennt. Das ist ein Problem. Und Level Up für Linfan. Ups, Level 20. Oh. Krass. Schön, nach und nach werde ich stärker. Ja, toll. Jetzt kommen wir von oben angestürmt. Aber da kann ich ihnen die Möglichkeit geben, sich zu heilen. Boah. Wir haben schon 15 umgehauen in der Runde. Und sagen, ist ein guter Schnitt, wenn wir so weitermachen, haben wir es bald. Wir müssen halt alle besiegen der Mission. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Fire Emblem Awakening für heute. Danke fürs Zuschauen. Im nächsten Mal werden wir Wollert hoffentlich rekrutieren, beziehungsweise jetzt erstmal irgendwie schauen, dass wir diesen Scheiß überleben. Bis dann und ciao.